Wir brauchen halt unbedingt Erde. Erde, Erde, Erde. Weil dann können wir auch schon mal mit den Silkworms nämlich anfangen. Ey, ich hab Exenhido so lange nicht mehr gemacht. Ja, nee, das ist gut, dass ich ein bisschen geguckt hab. Ich glaub, das ist. Ja, wir müssen. Ein paar Setzlinge verballern, ne? Weil wir müssen ja Kompost machen. Und damit kannst du ja Erde machen. Und ja, dafür Kompost, Kompost kannst du im Barrel machen. Ja, ja. Ja, ja gut, wir haben jetzt 15 Setzlinge. Ich kann ja 2 drin lassen. Ja, ich habe auch schon 13. Pack ich das Ding da hin? Ich brauche gerade eine Workbench hier oben. So, den 10 Stück können rein, dann produziert der jetzt Ding. Mhm. Ich würde sagen, machen wir uns ein bisschen weiter weg die Plattform dafür. Ja, ich hab's jetzt hier vorne in der Nähe schon gemacht. Ich mein, für die Bäume extra. Ja, sicher, klar. Scheiße, da ist ein Apfel fliegen gegangen. Nein. Der ist aber weiter weggeflogen. Hm. Ich mein, jetzt gerade schon mal so, was alles, was bei dir ein bisschen in der Nähe ist, schon mal weg. Deswegen muss halt die Plattform größer werden. Ja, ja, besonders dafür, ja. Wenn sowas wieder entsteht hier. Ja. Oh, Silkworm. Mhm. Ja, dann mache ich noch so ein Barrel-Ding. Ja. Könnte noch ein theoretisch 4 Stück machen, das passt sogar 4 Stück. Ja, mach doch mal, ich hab in dem Holz gerade noch genug hier oben. Noch ein Zirkwurm. Nein, jetzt ist das eine Ding weggeflogen. Oh, fuck you. Welches? Der Kessel. Weil ich gerade alle 5 nebeneinander bauen wollte. Okay. Jetzt nur noch ein Settling drinne, weil ich jetzt gerade noch eine Erde rausgenommen habe. Ah, 8 ja, Stück. Ich hab 24. Okay, 8 Stück pro Ding. Oh, hier unten sind wieder ein paar. Ja, sind runtergefallen, ne? Ein Erde haben wir schon wieder. Ja, das ist gut. Und guck mal vielleicht, dass du die Plattform ein bisschen weiter... Wie viel Holz hast du denn da oben? Ich hab jetzt insgesamt 52. Kannst du das hier vorne in das Loch einwerfen, was neben dem... Kleinen Moment, ich muss mir noch... noch 2 Crocs machen. Ja, kannst du ja. Kriegst du das. Weil hier oben habe ich ja noch Holz. Ja... Genau, ich bin unter dir jetzt gerade. Da hast du das. Oh! Das ist das ganze Holz? Mhm. Sauber. Ja, in welche Richtung? Mach du, entscheid du. Okay. Das ist mir relativ, weil... guck mal, wir haben rings und wir haben nirgends sowas stehen. Also ich werde definitiv einen 2 breiten Gang machen, definitiv. Egal was ist. Mhm. So, reicht aber der Abstand? Wir müssen auch mit dieser Drop-Funktion aufpassen. Weil, dass das nicht die Items mit einmal rausfliegen. Das hast du wahrscheinlich eben gehabt mit dem Kessel, ne? Mhm. Dass er das nachgezogen hat und dann rausgeflogen ist wahrscheinlich. Ja. Hab ich aber rausgemacht. Hm? Hab ich aber gerade rausgemacht. Wie rausgemacht? Diese Funktion. Geht das? Ja, ja, ja. Automatische Nachlegen. Ach so. Oh, das Holz gerade runtergefallen, scheiße. Egal. Normalerweise sind ja immer so ganz genug Plätze drin, aber wenn ich jetzt hier ein Erde hinsetze und da drum Holz. Ja, ich würde lieber Holz und dann da oben die Erde drauf machen. Too late. Nicht, dass du aus dem draufstehst, abbaust dann. Wow, weg bin ich. Tschüss, Erde, ne? Ne. Ne, hast du aufgefangen? Mhm. Dunkel. So. Jetzt schon mal hier. Die Setzlinge sind hier wieder drin, das passt ganz gut. Ja.
Man wundert, dass hier noch nichts drauf gespawnt ist. Hm, warte ich eigentlich nur drauf gerade. 2, 3. Darauf warte ich ja schon die ganze Zeit. Hilfen können wir halt auch noch nicht bauen. Ne. Ja. Musste, glaube ich, Erde 7 oder so, ne? Charco, ja, irgendwie so. Ja, ich pupse hier noch ein bisschen hin. Pupse hier noch einen wieder hin. Mhm. Dann krieg ich ja immer kleine. Na, den Apfel tue ich erstmal weg. Sicher ist sicher. Apfel. Wie ging das denn mit den Würmern? Setzlinge. Hä? Wie ging das denn mit den Würmern? Wie das ging? Ja. Einfach an die Blätter ran setzen. Und was dann? Was passiert dann? Dann müssen wir warten, bis sich das Ganze komplett verseucht hat. Und was dann? Und dann kriegen wir Strings. Ah, ach, das sind Fadenwürmer. Ja, ja. Okay. Ja, deswegen. Ah, jetzt weiß ich weswegen, wegen den 7. Mhm. Aber sonst können wir den nämlich auch noch nicht bauen. Kann ich das. Ah, ne, ich muss einen Block draufstehen, ne? Aua. Kleiner. Du! Das Große ist entstanden. Der Große ist doch gut. Lass ihn stehen. Willst du ihn verseuchen? Mhm. So. Also keine Blätter bauen jetzt. Was ist, aha, okay, jetzt sehe ich, dass er verseucht ist. Weil auch im Texture-Pack sieht das ein bisschen anders aus. Das ist schon mal gut. Ja, aber zumindest hier die Blätter von dem Kleinen hier. Ja, das wird sich noch mehr ändern dann nach und nach. Oh, ich brauche einen Kork. Keiner mehr drin, ne? Ich hab hier noch einen. Ja, ich hab 9. Hab einen gerade gemacht. Ah, das 30%. Zeigt zumindest an, wie viel Prozent. Mhm. Wie viel. Ah, scheiße, wie viel Essen macht denn so ein Apfel ungefähr? Oh nein, Auto sortieren auf R. Fuck you. Auto. Also, es ist oben die Taste Auto-Refill. Kannst du ausmachen. Okay. No Options. Verseuchung. Ja, das ist schon 100%, ne, noch nicht. So, eh warten, bis er komplett weg ist. Du kannst auch machen, wenn du direkt einen so daneben setzt, wenn dann die Blätter mit anhängt, dass der direkt übergreift. Mhm. Ups, jetzt stecke ich schon wieder mittendrin. Sind nur so kleine. Hm? Sind nur so kleine. Hm. Papa will einen großen Baum. Ich hab gesagt einen großen. Nein, klein. Ah, jetzt krieg ich langsam Hunger. Ich setz da mal immer einen Block neben. Allein, dass man so ein bisschen höher kommt. Hm. Ist auch besser mit dem Pupsen, nicht mal so wieder im Baumstamm stecken bleibt oder so. So wie du jedes Mal. Ja. Ah, er ist am super verseuchen jetzt. Hm. Na gut, im String kann man sich einen Bogen machen, aber keine Pfeile. Aber ja, Siebe. Aber brauchen wir ja auch gerade nicht, wir brauchen erstmal die Siebe halt. Ja. Was wir immer haben sollten, ist auf definitiv immer zwei Quarks
in der Kiste, egal was ist. Wenn einer einen rausnimmt, direkt einen neuen craften. Würde ich sagen. Weil dann bist du auf der sicheren Seite. Wenn wir später Steine haben, okay. Soll ich ein bisschen wieder nachfüllen an Erde machen? Ah, ist schon. Hatte ich schon gemacht. Ja, zwei Dinger kann ich wieder auffüllen, drei Dinge kann ich auffüllen. Aber lass mal wenigstens einen frei für, wenn es regnen sollte. Ja, dann müssen wir, glaube ich, das andere machen. Nein, nein, der sammelt auch Wasser. Ja, ich kann ja noch welche machen. Weil für manche Sachen brauchen wir halt auch Wasser. Auch wenn wir Sachen herstellen wollen, so wie Clay später. So. Frage ist, wie viel bringt ein Apfel an Essen? Ich habe hab 2,5 Herzen, 2,5 Hungerdinger verloren. Aua. Und 2,5 Herzen. Noch hängen bleibt, kein Wunder. Bin ja hängen geblieben. Naja, bisschen langsam. 2 Herzen, 2 Hungerkolben. Silkwurm. Wow, ich habe 3 Stück aus den einen Baum nicht gehabt bekommen. Was? Silkwurm. Nice. Was? So, zack. Wie Stück? Na, eine Quark schmeiß ich wieder rein. Machen wir generell mal meine eigene. Weil ich ja nicht zum Rand renne. So nicht runter. Oder eine reicht ja auch zumindest. Und Hauptsache, dass du, wenn wir irgendwas haben. Das ist echt so ein Projekt, was sich jetzt mal hinzieht zu anfangen. Erstmal. Oh, erstmal umsetzen, ey. 90 Wochen haben wir. Kann man mit denen noch was anderes machen? Ey, ich hab da Autos durch rausgekommen. Halt essen, ne? Chess-Button. Aber eigentlich kannst du nichts weiter mit dem machen sonst. Ja, wenn es Essen gibt, ist doch gut. Aber die bringen viel. Ja, wenn es einen halben Ding bringt. Wenn wir nicht so viele Äpfel bekommen. Ja. Das ist schon gut, es geht eigentlich mit den Äpfeln. Bisher jetzt nur einen bekommen. Ja. Den habe ich ja vorher ich gegessen. Ich habe schon recht viele bekommen. Da ist wieder einer. Wenn man vom Teufel spricht, kriegt man wieder einen Apfel. Was du denn jetzt? Warum denn so nah? Ja, warum so nah wohl? Ach, du willst gleich. Dass es gleich übergreift, ja. Okay. Ja, dass man vielleicht eine Reihe mit solchen Dingern hat, aber wie viele Zwings brauchen wir denn? Das ist auch die Frage. Viele. Nein, oh. Hm? Irgendwas noch? Mal, wie teuer so ein Zief ist. Zwei, oh, also, ist... Ja, du brauchst 9, also 18 Stück. Ja, weil die haben aber auch generell die Rezepte bei einigen Sachen teurer gemacht. Ja gut, du kannst ja auch Erde kompostieren, ne? Ja. Was ich mich gerade auch frage, warte mal. Müsste eigentlich auch passieren, oder nicht? Hm? Jetzt kann man
noch so kompostieren? Kann man Zellkürme kompostieren? Man kann Zellkürme, Endsaft. Ja, aber würde ich trotzdem nicht machen. Zu spät, sind zwei drin. Ey, die hab ich die ganze Zeit schon in der Hand gehabt. Nämlich die ganze Zeit vor meinem Baum. Ja.